Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Meine mündlichen Prüfungen stehen an, das heißt, ich muss wieder anfangen zu lernen. Und ich dachte, ich nehme euch einfach bei diesem Video mit, damit ich mich motivieren kann. Okay, also ich weiß nicht genau, ob ihr diese Masken hier kennt, die sind richtig cool. Und zwar kann man das Ding aufmachen und das ist so, als würde man da jetzt einfach so, keine Ahnung, Feuchttücher rausholen. Aber da kommen tatsächlich Masken raus, da sind ganz viele Sheetmasks drin. Ich muss nur herausfinden, wo der Anfang ist. Da. Jetzt kann man es auch aufmachen. Und die machen wir jetzt auf meinem Gesicht drauf und die ist so schön kühlend. Mein Gesicht ist morgens immer richtig angeschwollen und das hilft es dann. Okay, perfekt. Oh, mir ist was ins Auge gekommen. Ich habe so Hunger. Ich trinke aber morgens tatsächlich nur Kaffee, deswegen wir gehen jetzt runter und machen mir einen Kaffee. Ich nutze mal so koreanischen Kaffee. Ich gucke mal kurz nicht. Perfekt, hier ist sie. Okay, und da könnt ihr dann das Wasser einfüllen. Ungefähr so. Und da kommt dann Milch rein. Von dem Kühlschrank hole ich dann Eis auf. Und das tun wir dann auch mit rein. Das. Das allererste, was ich morgens immer mache, ist eine To-Do-Liste zu schreiben. Es hilft mir einfach, meinen Kopf ein bisschen zu sortieren, weil ich halt am Tag so viel auch zu tun habe. Okay, also die Maske hat jetzt eingewirkt. Die ist so verrunzelt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ich benutze mal den Rest und mache das einfach über meinen ganzen Körper. Auch über meinem Hals. Und jetzt machen wir weiter Skincare. Einmal benutze ich Niacinamide von The Ordinary und Zink. Das ist einfach gut gegen Poren und so. Du machst einfach ein paar Tropfen aufs Gesicht. Man muss nur darauf achten, dass die Pinzette halt nicht das Gesicht berührt. Ich habe da einfach einen richtig nervigen Pickel bekommen. Sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht. Dann benutze ich Salicylic Acid. Und das machen wir auch nochmal auf mein Gesicht. Gerade meine Nase braucht das, weil ich habe da so viele Mitesser. Und das ist halt gegen Hautunreinheiten. Und dann, das hier ist einfach meine Pflegecreme. Die ist so fett. Das kommt auch nochmal auf mein ganzes Gesicht. Und so wenig das jetzt auch möchte, muss langsam anfangen zu lernen. Ich habe schon alles aufgebaut. Das Ding ist an sich, wie man sieht, es ist draußen eigentlich schon hell, aber ich kann im Dunkeln mich irgendwie besser konzentrieren, deswegen bleibt es richtig unnötig, ich weiß. Ich muss zurzeit Ethik lernen und ich werde mir einfach jetzt anfangen weiter versuchen, die Lernzettel auswendig zu lernen, weil die Lernzettel habe ich komplett hier. Ja, ich kann sie nicht zeigen, sie sind nicht von mir, sondern von einer Freundin, weil ich war zu faul, welche zu schreiben. Und ich werde einfach alle auswendig lernen und es sind so viele Seiten, ne? Das heißt, das dauert alles ein bisschen. Ich habe gestern Medizinethik und Tierethik gelernt und ey Leute, ich dachte, Tierethik ist interessant, ne? Es ist an sich auch interessant, aber es sind so viele Fachbegriffe. Warte, ich lese euch mal ein paar vor. Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus, Holismus und ich muss das halt alles so erklären können. Assimilationismus, Egalitarismus. Es sind so viele komische Begriffe und dann denke ich mir so, warum nehmen sie nicht einfach irgendwelche einfacheren Begriffe? Weil dann müsste ich es nicht auswendig lernen, ja. Man kann sich einfach Sachen durchlesen, dann versteht man das und dann kann man ja auch über diese Themen reden. Aber wegen diesen ganzen blöden Fachbegriffen muss man das richtig auswendig lernen. Okay Leute, ich versuche jetzt eine Stunde zu lernen. Wünsche mir Glück. Ja, also um ganz ehrlich zu sein, so eine ganze Stunde habe ich jetzt nicht gelernt, aber ungefähr eine halbe Stunde. Ich weiß, es ist nicht viel, okay, aber lasst mich in Ruhe, das ist echt anstrengend. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar YouTube-Videos schneiden, kann ich aber nicht mitfilmen, weil ich da die Speicherkarte dafür rausnehmen muss. Ich zeige euch das vielleicht gleich mal, nachdem ich die ganzen Dateien rübergeladen habe. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich einfach die Daten, die ich auf meinem Computer speichern wollte, von der Kamera verloren gegangen sind, weil ich die gelöscht hatte. Ich habe ein ganzes YouTube-Video gedreht und es ist komplett gelöscht, aber ist um ehrlich zu sein nicht so schlimm, weil ich so viel drehe. Also, ich habe gerade tatsächlich nochmal 30 Minuten gelernt. Das heißt, wir kommen jetzt auf eine Stunde. Ich habe heute schon eine Stunde gelernt. Sehr gut. Wir haben mittlerweile 9.36 Uhr. Keine Ahnung, ob man das gesehen hat. Und ich muss mir jetzt nochmal einen Kaffee machen. Da ist gerade Wasser drin. Okay, Leute. Ich werde jetzt anfangen, mich zu schminken. Weil ich möchte später noch mit meiner Freundin, beziehungsweise mit meiner Schwester
die ist zurzeit nämlich da, zusammen einkaufen gehen. Und davor muss ich halt noch TikToks drehen und auch noch ein paar Videos schneiden. Deswegen nutze ich die Zeit und schmink mich jetzt. Ich werde auch ja auch nicht komplett dabei mitnehmen, weil es super langweilig und das brauche ich gefühlt immer. Ich mache auf jeden Fall immer zuerst meine Skincare, wie man jetzt gerade auch sehen kann. Und dann benutze ich eine Feuchtigkeit, beziehungsweise Sonnencreme. Die hier ist jetzt aus Korea. Teile ich alles schön auf meinem Gesicht. Und dann benutze ich halt einen Primer. Dafür muss das aber erstmal einziehen. Und dann mache ich erst mein Make-up, weil ich habe ziemlich viele Steps, bevor ich es mache. Make-up ist jetzt fertig. Meine Schwester ist gerade bei mir, weil die hilft mir dabei, Reiseziele zu suchen, weil ich mit Ben zusammen Urlaub machen möchte. Ja, ich zeig dich nicht. Du siehst voll süß aus, Ninchen. Ich bin gerade aufgestanden. Ja. Und wir schauen uns gerade zwei verschiedene Hotels an. Willst du da hin, weil da so ein Piratenboot ist? Das ist mir egal. Nein, und das eine Hotel ist sehr viel teurer als das andere Hotel. Deswegen versuche ich gerade herauszufinden, warum ich 500 Euro für das eine Hotel mehr zahlen sollte. Also du willst nach Mallorca. Ja. Ist das da teurer? Nein, es ist halt einfach nur, es ist wie so erweitertes Deutschland. Ja, was? Ich kann dir sagen, warum das hier günstiger ist. Es ist halt viel weiter weg vom Stadtzentrum. Das ist halt mitten im Stadtzentrum drin. Mhm. Ja, dann wird es da liegen. Dann werde ich mit Ben sprechen, dass das andere besser ist, oder? Wieso ist das andere dann besser? Weil es günstiger ist. Ich 500 Euro weniger. Ah, mit Stadtzentrum ist nicht die Hauptstadt gemeint. Nee. Also die sind beide am Meer. Hier ist kein Strand. Da ist ein bisschen Strand, oder? Ist das Strand? Nicht schon. Ich finde das aber jetzt nicht so schlimm. Okay, Leute, ich drehe jetzt gleich ein TikTok-Video. Ich habe schon alles aufgebaut. Hallo, da sieht man mich. Ja, hier steht halt das Stativ, da ist Licht und da kommt ganz wenig Licht raus. Das sieht jetzt wahrscheinlich super bescheuert aus, wie ich das Ganze drehe, aber egal. Wenigstens bin ich real, ne? Und dann seht ihr mal, wie das Ganze funktioniert. Also ich zeig's ja dauernd aber trotzdem. Was würdest du eher tun? Würdest du eher mit jemandem zusammen sein, der 10 Jahre älter ist als du? Oder eher mit jemandem zusammen sein, der 10 Jahre jünger ist als du? Hier das Ergebnis der Mehrheit. Würdest du eher in einem super luxuriösen, großen Haus alleine wohnen oder in einem kleinen, bescheidenen Haus mit der Liebe deines Lebens? Hier das Ergebnis der Mehrheit. Würdest du eher ein Kind haben wollen, wenn du 15 Jahre alt bist oder ein Kind haben wollen, wenn du 50 Jahre alt bist? Das Ergebnis? Würdest du lieber die Gabe haben wollen, dass du dir alles auf der Welt merken kannst oder dass du eine Minute in die Zukunft schauen kannst? Hier die Mehrheit. Würdest du lieber in einer Stadt im Ozean leben oder in einer Stadt im Weltall? Die Mehrheit. Folgt mir gerne für weitere solcher Videos. Und jetzt kommt der Part, den ich absolut nicht mag. Und zwar muss ich anfangen zu schneiden, das Video, was ich gerade gedreht habe. Und Leute, das Film dauert vielleicht so 2 Minuten, ne? Das Schneiden dauert so lange. Übrigens, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe mich einfach für dieses Outfit hier entschlossen. Mit diesen Socken. Das passt so zum Outfit, you know. Und darunter ist auch eine Hose. Ich wollte dich nicht umspielen. Aber ich drehe sowieso gerade ein Video. Ich wollte nur kurz zu euch sagen. Meine Schwester und ich gehen jetzt zusammen ins Einkaufszentrum. Ein paar Sachen besorgen, da werde ich euch aber nicht mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid in Ordnung damit. Aber unsere Reinigungskraft hat uns gerade Erdbeerkuchen geholt, deswegen essen wir das mal schnell. Und dann gehen wir. Okay. Aua. Ich bin jetzt C1. Ich habe einen Test gemacht. Ich weiß, was du erzählst. Okay, also wir sind jetzt gerade vom FDZ zurückgekommen, eigentlich schon vor einer Stunde. Und meine Schwester macht jetzt Essen, weil mein Vater nicht da ist. Ja. Ach doch, nicht. Wir sind weise. Nein, sind wir nicht. Aber unser Papa ist nicht da. Unser Vater ist nur bei einem Geschäftsessen. Der kommt heute Abend wieder. Glaubst du? Ja. Ich bin nicht so Ina. Okay, ich gehe jetzt mal zum Aufbau. Okay, ich zeige euch jetzt mal, was ich mir alles geholt habe mit meiner Schwester. Einmal habe ich mir eine Spülung gekauft, weil meine leer ist. Dann habe ich mir noch eine günstigere Spülung gekauft, weil ich habe letztens meine Beine mit dieser Spülung hier rasiert und die waren so weich danach und es hat so gut funktioniert. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal mit Spülung statt mit Rasierschaum. Und dafür habe ich aber eine günstige Spülung gekauft, weil das muss halt keine gute Spülung sein. Dann Babyöl, das benutze ich immer zum Abschminken. Doppelcleansing und so. Ach so, und ich habe ein Bikini-Unterteil gekauft, seht ihr? Darf ich sowas zeigen? Ich weiß es nicht. Weil meine Schwester hat das Bikini-Oberteil dazu, aber sie hat das Unterteil verloren und sie hat gesagt, sie schenkt mir das Oberteil. Also habe ich noch das Unterteil gebraucht. Genau.
Und Leute, noch eine Sache. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch an meine Mathe-Lernzettel erinnert. Immer, wenn ich eine Stunde gelernt habe, habe ich ein Kästchen ausgemalt. Und ich habe mir gesagt, wenn ich alles vollgemalt habe, dann kaufe ich mir ein Produkt, was ich mir normalerweise eigentlich nicht kaufen würde. Aber was ich unbedingt haben möchte, wisst ihr? Und wartet. Ich habe mir diesen Contouring-Stick von Charlotte Tilbury geholt. Und der ist so cool. Ich habe ihn schon ausprobiert, aber wir machen einfach noch mehr drauf, damit ich es euch zeigen kann. Also, man drückt da halt drauf, dann kommt da vorne was raus. Und dann kann man sich einfach so... Wartet, ich muss da ein bisschen mehr rausholen. Kann man sich so Punkte ins Gesicht malen. Seht ihr die? Man kann eigentlich auch einen Beautyblender verwenden, aber wenn man so einen Pinsel benutzt, dann spart man mehr Produkt. Weil der Beautyblender saugt ja auch vieles ein. Und dann kann man das einfach so verblenden. Ja, jetzt habe ich da irgendwie ein bisschen zu viel drauf, aber ist auch egal. Und ich finde das so schön. Das kostet aber einfach 39 Euro, ne? Also fast 40. Deswegen hätte ich mir das eigentlich nicht gekauft. Weil ganz ehrlich, mein Bronzer ist jetzt nicht schlechter. Weiß nicht, ob es einen großen Unterschied macht. Ist auch egal. Das macht mich glücklich. Cool, und ich versuche jetzt nochmal kurz mein Zimmer aufzuräumen. Diese ganzen Sachen meinte ich, trage ich jetzt ins Bad. Okay, Leute, wer hätte es gedacht? Ich drehe jetzt gleich noch ein TikTok. Und zwar, ich blende euch das hier auch jetzt ein. Ich muss dafür nur kurz meinen Bronzer entfernen, also von diesem Charlotte Tilbury Stick, weil ich das nochmal für das Video austesten will. Ihr werdet schon gleich sehen, was ich meine. Erinnert ihr euch noch an diese Lerntäfelchen fürs Abitur, wo ich immer einen Kreis ausgemalt habe, wenn ich eine Stunde gelernt habe? Und für Mathe habe ich insgesamt 60 Stunden gelernt. Und ich hatte euch ja erzählt gehabt, dass meine Motivation darin besteht, dass ich dann mir etwas kaufen darf, was ich mir eigentlich niemals selbst kaufen würde, was eigentlich unnötig ist, aber ich trotzdem unbedingt haben möchte. Zum Beispiel war es in diesem Fall dieses Charlotte Tilbury Produkt, und zwar diesen Contour Stick. Und Leute, normalerweise würde ich mir den nie kaufen, weil der kostet einfach 40 Euro, ne? Aber ich dachte so, ey, du hast 60 Stunden Mathe gelernt, ne? Ich darf mir das jetzt kaufen! Auf jeden Fall habe ich dann die mittlere Farbe genommen und ich habe den auch mit euch dann zusammen ausgetestet. Ja, eventuell war das schon benutzt, aber das ignorieren wir einfach mal. Und dann habe ich halt angefangen, das Ganze aufzutragen. Also, falls ihr irgendwie Probleme habt beim Lernen, dann kann ich euch diese Methode nur empfehlen. Und folgt mir gerne für weitere Tipps für bessere Noten. Perfekt, und jetzt schneide ich einfach noch schnell das Video. Okay, Leute, ich hocke schon wieder im Auto und ich warte gerade auf Didi, weil wir gehen alle zusammen skaten. Ich habe sogar ein Skateboard bei uns zu Hause gefunden, ne? Richtig krass. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 9 Uhr oder so. Und ich hole jetzt zuerst Diana ab, dann Rebecca und dann Frederike. Sie sollen mal endlich kommen. Auf Diana muss man immer so lange warten. Ist in Ordnung, ich hasse sie trotzdem lieb. Diana hat geschrieben, sie kommt, okay. Ja, sie ist endlich da. Hi. Hallo Diana. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das freut mich. Hast du hier was zum Laden? Nein, dein Auto ist scheiße. Warum? Ich muss die Box laden, damit wir Musik hören können. Ja, safe. Und mein irgendwo. Handy hat 8%. Hä, da steht doch sogar USB. Oh. Und hier AUX-In, das bringt ja nichts. Ja, I didn't see that. I'm sorry. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade bei der Skaterbahn. Diana ist da hinten irgendwo. Und ich zeige euch jetzt meine Skills. Und ich zeige euch jetzt meine Skills, die nicht vorhanden sind. Digga, Daniel, du bist krasser als ich, also frag mal nicht. Kannst du das kurz filmen? Soll ich das filmen? Ja. Warte, wie mache ich das? Okay. Wow. Wow. Das war's, mehr kann ich. Ich dachte, du warst Backflip oder so. Nein, das stimmt doch nicht.